Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Jasmin und ich investiere seit ca. 8 Monaten mein Geld an der Börse. Heute gibt es mal den Wochenrückblick und wie ihr schon seht, sah es diese Woche ganz gut aus. Also wir haben diese Woche 34,44 € plus gemacht oder 0,55%. Der Höchstwert lag bei 1,14% und der Tiefpunkt bei minus 0,7%. Diese Woche habe ich Evotec verkauft mit einer Rendite von 4,66% und ebenso Carbios mit einer Rendite von 5,6%. Wenn wir uns die einzelnen Positionen hier mal anschauen, Apple diese Woche 2,38 € gemacht oder 2,36%. Aber auch hier leider insgesamt immer noch im Minus und ich denke, das wird auch noch ein wenig dauern. Aber nichtsdestotrotz einfach mal abwarten. Ja, dann Stonko hat sich richtig gut entwickelt diesen Monat, 11,76% gemacht. Damit erhöht sich meine Performance auf 94,66%. Dann Alibaba, ein leichtes Minus von 0,7%, auch hier insgesamt mit 8,04% noch im Minus. Texas Instruments, diese Woche ein kleines Plus gemacht, 0,88% oder auch 1,16 €, aber hier noch mit fast 7 € im Minus. Dann Moderna ist diese Woche ganz schön gesunken, 19,04 € oder auch 14,32%. Bin hier auch sehr, sehr deutlich im Minus mit 23,07%. Wie gesagt, ich werde hier einfach abwarten und dann hoffen, dass sie nochmal oder dass ich nochmal mit meinem Einstiegs, dass ich dann nochmal ins Plus komme. Dann Jinko Solar, diese Woche auch ganz gut entwickelt, 23,82% oder auch 10,35 €. Nichtsdestotrotz auch hier immer noch mit fast 30% im Minus. Auch hier werde ich auf jeden Fall abwarten und hoffen, dass sie dass ich ins Plus komme. AstraZeneca ist diese Woche auch kontinuierlich gesunken. Insgesamt 6,45% oder auch 5,68 € und damit bin ich hier auch immer noch mit 9,69% im Minus. Ja, dann Nel Azar ist schön gestiegen, 5,71%, damit insgesamt 15% im Plus. Coca-Cola, ein leichtes Minus, 0,81% oder auch 36 €. Und hier bei mir insgesamt die Performance auch noch leicht im Minus. Ja, dann The Very Good Food Company ist sehr gesunken, 24,48%. Damit bin ich hier 27,72% im Minus, aber auch hier abwarten und gucken, was die Zeit zeigt. Dann der Stoxx Europe 600 Banks, diese Woche ein leichtes Plus, 0,15, 2 Cent macht das aus, aber hier wieder ein kleines Minus. Palantir, diese Woche minus 7,89% gemacht oder 1,80 €, aber insgesamt hier auch noch mit 7,49% im Minus. Dann Tarte Lifestyle and Wellness sah zu Beginn der Woche ganz gut aus mit 2,31 €, dann aber gesunken und gesunken. Hier gab es nochmal einen kleinen Hochpunkt, aber insgesamt 10,94% Minus gemacht diese Woche und insgesamt damit 2,68%. Microsoft diese Woche ganz gut gestiegen. Hier hatten wir ein Hoch von 2,93%, dann aber doch ein wenig wieder abgesunken.
insgesamt plus 1,33%. Aber auch hier noch ein leichtes Minus bei mir. Insgesamt die Performance von 1,16%. McDonald's diese Woche ein Plus gemacht von 2,18 Euro oder 1,26%, aber auch hier noch ganz leicht im Minus. Teladoc diese Woche minus 4% gemacht. Hier ging es einmal ganz nach unten. Bei minus 10,34% waren wir da, aber dann noch ein wenig erholt. Insgesamt 4,81% im Minus. Plug Power diese Woche 19,37% gemacht oder 4,19 Euro und damit meine Performance insgesamt bei plus 26,61%. Dann Tencent Holdings, auch ein leichtes Plus, 1,06%, aber auch hier insgesamt noch im Minus. Pepsi diese Woche ein kleines Plus, 0,54%. Und hier dieses Mal, das erste Mal meine ich, jetzt im Plus mit 0,13%. Walmart diese Woche auch ein leichtes Minus, 2,9% nämlich. Und hier insgesamt auch noch mit 6,83% im Minus. Dann hier auch ein leichtes Plus gemacht. Das hatte immer so Auf und Abs, 0,92% oder 4 Cent, aber auch hier leicht im Minus. Ja, Intel ist um 5,61% gesunken. Das macht 2,30 Euro aus und damit bin ich hier bei minus 9,04% insgesamt. Die Deutsche Cannabis AG ist diese Woche um 4 Cent gestiegen. Das macht 4,43% aus, aber insgesamt mein Portfolio 12,52 Euro im Minus. NetSense Technology, das erste Mal hier im Plus. Diese Woche 25,27% gestiegen. Vor allen Dingen hier am 17. Ein Hoch gehabt von 42,24 bzw. am 18. Insgesamt bin ich hiermit dann mit 7,1% im Plus, was mich natürlich sehr freut. Und ja. Dann Xiaomi diese Woche um 1,84% gesunken, aber insgesamt meine Performance immer noch leicht im Plus. Und mein Knockout-Zertifikat auch im Plus, diese Woche aber auch leicht gesunken, insgesamt hier aber noch 7,80 Euro im Plus. Wie immer könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, wie euer Portfolio diese Woche lief, würde mich auf jeden Fall interessieren und ja, wir hören uns beim nächsten Video. Bis dann!